Ja, hi und herzlich willkommen hier zur weiteren Runde How to Survive mit der Spielpirat. Ja, wir starten hier gerade wieder mit Kenji durch. Hier steht schon im Story-Modus, haben wir 75% abgearbeitet, Level 9 erreicht. Okay, Gesundheit und so weiter, wir bauen ein bisschen was auf, Präzision geht auch, alles klar, Pipapo und Kokage. Mit denen haben wir noch gar nicht gespielt, wären auch ganz andere Fähigkeiten vielleicht. Wir setzen einfach mal die Story fort. Ich hoffe, es funktioniert alles auch ganz ohne Probleme hier auf dem neu installierten Rechner. Ja, wir waren hier. Wo waren wir eigentlich gewesen? Wir waren jetzt hier auf der Insel, dessen Namen ich nicht weiß, und wollten gucken. Ah, ich muss meine Kopfhörer nochmal leiser machen. Nach Kovac war, glaube ich, die Mission gewesen, oder? War das so? Warte mal. Unser Missionsziel war, wir sollen Kovac finden, okay. Ein Fischgericht hier für ein Äffchen. Den lassen wir einfach mal. Nee, wollen wir jetzt nicht verfolgen. Kovac suchen wir. Alles klar. Gut, was haben wir hier? Wir haben noch nichts erreicht. Kein Levelaufstieg oder irgendwas. Was haben wir hier? Pipapo. Tage, 14 Tage, 11,49. Okay. Stärke, Mittel, Hoch, Mittel. Wir haben noch keinen Armschutz. Dafür bräuchten wir eigentlich noch mal einen Reifen. Und ansonsten haben wir so ein paar Utensilien. Ja, die da sind. Und wir sind ja noch mit unserem ultimativen Wambalam unterwegs. Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal jetzt rüber. Wieder von La Sonada Island zurück auf die andere schicke Insel, wie auch immer sie jetzt gerade hieß. Und wir gucken gerade mal Hunger. Nee, das wollte ich nicht auswählen. Eine Taschenlampe fressen macht nicht so viel Sinn, habe ich mir sagen lassen. Ja, Erschöpfung, okay, geht eigentlich. Gesundheit. Ach, das lohnt sich noch gar nicht. Was können wir jetzt machen? Wir haben hier noch unseren. Ich könnte auch die auswählen. Warte mal, da können wir mit der schießen ein bisschen. Ja, können wir so ein bisschen abwechseln uns. Und wir müssen jetzt wohin? Einmal da oben zum nächsten Schiff wahrscheinlich. Okay, das sollte ja wohl kein Problem sein. Wambalam. Aber ich gucke mal, ob ich hier mit dem anderen noch ein bisschen schießen kann. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen langsam unterwegs, aber egal. Wow. Ja, die macht schon einiges her. Habe ich das Gefühl? Gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen durchdringt auch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit den Leuten ist, die den Helm tragen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich laufe mir ein bisschen lang. Also dieses Gewehr scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und doch macht auf jeden Fall was her. Guck mal, da war Munition gewesen. Den Reifen können wir leider nicht aufnehmen. Finden wir hier noch irgendwas zum Verheilen? Ich glaube gerade nicht. Man muss ja mal gucken, was man hier so findet. Alter, es ist schon cool. Ah, definitiv. Ich guck gerade noch mal Pflanze etc. Oh. Ja, das Nachladen kann manchmal ein bisschen dauern. Zack. Okay. Geht aber. Und dich lassen wir auch gleich mal hochgehen. Und dann passt das schon. Vorteil ist, wir brauchen gar nicht so viel Munition. Wir sind schon wieder voll. Weil wir echt Präzisionsschießen machen. Wow. Überragende Leistung. Ja. Zack. Das geht auch relativ zügig hier. Ach, guck mal, da war eine. Da haben wir eine heilende Pflanze. Ah, scheiße. Da müssen wir jetzt gerade mal gucken, wo haben wir die andere Munition? Wir haben, glaube ich, zweimal Munition auch gesammelt. Heimer haben wir die. Aber das können wir vielleicht mal anders suchen. Ach, da unten waren 30, ne? Ui. Die müssten wir auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Und die lassen wir einfach mal fallen. So, okay, hat auch 500 aufgefüllt, das ist gut. Und dich füge ich jetzt mal gerade noch zusammen, dass wir nochmal einen Verband haben. Und so, hier drinnen war ja nichts weiter gewesen. Konnte man die ja schießen? Nee, ne? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht irgendwie hier irgendwie noch einigermaßen durchkam oder sowas. Nee. Alles klar. Na, dann gehen wir mal hoch. Und fahren einfach mal eine gepflegte Runde. Von Los Riscos Island nach. Ich glaube, das war die andere Insel. Keine Ahnung. Haben wir hier Kovac? Ach, Kovac ist da oben. Super. Was wollte der? Wollte der die Fischsuppe haben hier? Hi. Sag an, was willst du? Funkeschatz, gelbe Glitzerpflanze. Ah.
Okay. Okay, zu viele Zombie-Tiere und so weiter. Zombie-Tiere? Moment. So viele Zombie-Tiere? Ich wollte eigentlich nicht überspringen, aber Zombie-Tiere heißt für mich so viel wie, oh, da komme ich nicht ran, richtig, aber egal. Zombie-Tiere heißt für mich eigentlich, dass da etwas mehr wartet als gewöhnlich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wir laufen mal hier rum. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, 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 nee. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gerade irgendwie hier so ein... Wir gucken mal, was wir hier noch finden bei ihm. Aber irgendwie scheint jetzt hier alles so ein bisschen leer zu sein. Freundchen. Da oben ist ein Reifen drauf. Ich meine, vielleicht können wir den Reifen einfach nehmen. Yeah, Alter, wir haben den Reifen. Wir haben ihn zerschnitten. Den zusammengefügt mit den hier. Und wir haben einen ultimativen Schutz mit Stein. Alte Scheiße. Boah, guck mal, wie wir jetzt aussehen. Total stylisch. Yeah, Babe. Was haben wir denn hier? Eine Flasche nehmen? Können wir machen. Ach, cool. Was haben wir hier drin? Noch mehr Flaschen. Okay, hier sind also Flaschen. Das ist gut. Ich muss mal gerade hier unten... Dich will ich mal auffüllen. Okay. Wenn ich es kann. So. Gucken wir einfach mal. Ansonsten fülle ich hiervon mal was auf. Ich glaube, wir konnten damit nämlich ein paar Molotow-Cocktails machen, wenn ich mich nicht irre. Wo haben wir die? Hier haben wir sie. Zusammenfügen mit Stoff. Zusammenfügen mit Stoff. Das machen wir jetzt mal ganz gepflegt. Und... Hey. Achso, kann ich nicht mehr als drei nehmen? Oder was? Okay. Gut, Wasserflaschen. Ich nehme aber schon an, dass wir vielleicht noch ein paar leere Flaschen brauchen. Obwohl... Man kann sich ja nie so sicher sein, oder? Was man noch alles so braucht. Gut, okay, ich habe eine Taschenlampe ausgewählt. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. Gut. Kovac war da unten. Ja, dann lass uns mal hinlatschen. Und lass uns mal gucken, was er so für uns bereithält. Okay, da lang nicht. Muss ich hier runtergehen? Ja, ich behalte jetzt gerade mal hier nochmal meine schnelle Waffe. Man weiß nie, was hier so passiert. Was ist mit dir los, Freundchen? Hi! Kovac, hallo mein Freund. Ich habe für dich... Ich habe dich schon vermisst, okay. Über deine Reise auf Santa Barbara. Ja, total toll, mein Freundchen. Hast du gefunden, wonach du suchtest? Ja, eine tote Katze. Nein. Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Na dann, 500 EP. Hervorragend. Ja, ich will weiter mit dir sprechen. Ich bin ziemlich beschäftigt, weißt du? Mein Düngersilo braucht etwas Aufmerksamkeit. Du brauchst einen Piloten? Wofür? Durch mein Handbuch weißt du doch mittlerweile, wie man überlebt. Wo willst du denn überhaupt hin? Tja, ich will mich verpissen. Und woher weißt du, was der Rest der Welt sicher ist? Ich weiß es nicht. Aber es ist sowieso egal. Ich bin kein Pilot. Also Arsch. Aber ich kann hier noch sichere... Was? Ich kann es sicherer für dich machen. Schau, was ich gebastelt habe. Manchmal erstaune ich selbst. Mich selbst. Sprengkörper, wie unglaublich ist das denn? Wow. Ich habe nur einmal getestet, das hättest du sehen sollen. Ich habe die Zombies in Millionen Stücke gerissen, Fleisch und Knochen. Der Himmel war voller blutroter Schmetterlinge? Einfach wunderschön, ja, das glaube ich dir. Das will ich sehen. Okay, jetzt habe ich sie perfektioniert. Probier sie mal aus. Und wie? Nimm dir eine Flasche, füll sie mit Benzin. Oh, da habe ich ein paar gemacht. Stopf ein Stück Stoff rein. Jo, Molotow-Cocktail. Und was hast du dann? Ha, ein Molotow-Cocktail. Ja, sag ich doch, habe ich doch. Gib einfach etwas Dünger hinzu und voilà. Schon hast du einen Sprengkörper. Ist das nicht toll? Nur zu, probier sie mal. Wow. Aha. Oh, wir müssen mal gerade was runterschmeißen hier. Lassen wir die gerade mal fallen. Chemiedünger. Wie weit dann davon liegen hier? Noch ein. Okay. Und jetzt sollen wir die hier kombinieren? Mein Inventar ist auch voll. Ja, hervorragend.
Scheiß Brillen. Man hat mir mal gesagt, ich brauche die Brillen nicht mehr. Weil ich eh kein Zielfernrohr habe. So. Dann machen wir das eben halt so hier. Und noch ein. Alter Falter. Okay. Was ist denn? Kann ich jetzt die hier wieder zusammenfügen? Probier das gerade mal aus. Vielleicht wegen dem Inventarplatz. Und Brille. Ah, wir können auch mehr nehmen. Und noch ein. Und noch ein. Alter Schwede, wie viel können wir denn davon machen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich richtig heiß. Ah, ich kann die noch nicht zusammenfügen. So viele Gegenstände? Ah, okay. Gut, das kann ich dann nachher wahrscheinlich machen, wenn ich ein paar davon geworfen habe oder so. Leere Flaschen nehmen wir wieder auf. Wie sieht es denn bei uns jetzt aus eigentlich gerade? Erschöpfung, es geht. Hunger, da essen wir doch gerade nochmal was. Und Durst, trinken wir einfach. Okay, und was sollte ich jetzt machen? Achso, das mal ausprobieren, nicht wahr? Okay. Das kann ich machen, aber was hast du noch zu zählen? Hey, Erfolg! Ja, du bist ein echter Überlebenstalent. Hier, nimm sie mit. Die gehören dir. Aber Vorsicht, mein Freund. Die Dinger sind extrem stark. Setze sie überlegt ein. Es gibt nicht viel, was der Explosion widersteht. Du könntest sogar... Was? Meine Zäune einreißen. Und was dann? Ach übrigens, dein Boot sieht ziemlich ramponiert aus. Damit kannst du nicht anfangen. Ich werde versuchen, es zu reparieren. Es wäre schade, wenn du bei einer Fahrt zwischen den Inseln untergehst. Ich brauche sicher nicht lang. Hör mal, wenn du wirklich so dringend von meiner Insel runter willst, nimm mein Ersatzboot. Es liegt im Westen der Insel. Das ist ganz einfach. Wuppa. Okay. Ja, dann werden wir mal gucken. Da oben liegt ein Teddybär? Was? Keine Ahnung, was das da oben soll. Das ist ein Ausrufezeichen. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Alter, was sind denn das für Viecher? Boah. Fuck. Alter, wollt ihr mich verarschen? Boah, 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 scheiße! Oh, klar, nicht ganz gut, dass ich meinen Bumerang hier habe. Ach du Hyperscheiße. Dein Schiffchen, ich muss aber eigentlich auch schlafen. Boah! Ey, alter Kacke. Mach doch mal in Ruhe. Wenigstens keine Leute hier, die mich irgendwie ganz extrem absacken ohne Ende. Hier mit, weiß ich was. Was haben wir hier noch? Kann man davon noch was mitnehmen? Nein. Ich frage, jetzt bräuchten wir es eigentlich auch überhaupt? Ach, guck mal. Da spielt jemand. Ich habe meinen Steam vergessen zu schließen. Wie sieht es mit Erschöpfung aus? Es geht einigermaßen. Wo ist der Schlafplatz da oben? Die Frage ist doch, was die Mission überhaupt war. Oh, oh, oh. Ihr wollt mich doch trollen. Stirb. Alter, sind unsere ganzen Vorräte jetzt für den Arsch? Das könnte gut sein, wa? Weil, irgendwie... Jetzt nur sitzen bleiben, hier stehen bleiben und kommen alle angerannt, oder was? Krass, wo muss ich denn lang? Da ist der Schlafplatz. Okay. Stirb, mein Freund. Okay, ich muss mal gerade was abwerfen. Ja, ich nehme dich ja gleich wieder auf. Ich muss nur mal kurz was zusammenfügen, mein Freund. Und dann habe ich dich auch wieder. Ach, die kann ich nicht aufnehmen, war die exotischen Früchte, schade. Oh. Wow. 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 Ha. Scheiße. Scheiße, Mann. Leck mich doch. Was für einen gewaltigen Schaden machen denn diese Viecher? Ach, guck mal, das ist eine goldene Pflanze. Okay. Dann schließen wir gleich mal hier alles. Ist hier noch irgendwas drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir waren ja hier auch mal gewesen, ne? Schlaf geht noch. Momentan bräuchten wir eigentlich gar keinen Kacke.
Wo war denn hier ein Trinkplatz wegen Flaschen? Da oben erst. Da kommen wir ja gar nicht. Ach doch, wir könnten aufreißen. Alter, Kramkack hier. Was schmeißen, wann weg? Brandmunition ist natürlich auch krass. Die müsste ich auch mal irgendwann ausprobieren. Ist ja ehrlich, die Steine sind mir, glaube ich, jetzt gerade relativ unwichtig. Und unspektakulär. So, wir nehmen mal die Pflanze. Okay. Gut, ich komme ja eh nicht raus. Die Frage ist jetzt halt wegen der Erschöpfung. Ich durfte ja irgendwann wahrscheinlich ein bisschen... Dann testen wir das einfach mal aus. Wow. Okay. Ja, dann reizen wir hier die Gegend nochmal ein bisschen. Und gucken, wer hier gerade Bock hat, freiwillig zu sterben. Ah, das kriegen wir doch hin. Zack. Ach, da kommen ja wieder meine Freunde gleich, wa? Was? Was? Hör ich das Mädel gerade sprechen? Was wär's hier? Scheiße. Ja. Ich glaube persönlich, dass das Mädel da vielleicht noch leben könnte. Ich meine, wir haben es ja nicht sterben sehen. Aber meine Energie ist jetzt bald so weit runter, dass ich ehrlich gesagt gerade so ein Problem habe, da jetzt hinzulaufen. Einen sicheren Schlafplatz werde ich da weiter nicht finden. Wie kann ich das wechseln? Scheiße. Okay. Und wenn ich da jetzt Q drücke, dürfte ich diesen Zaun wahrscheinlich hinkriegen, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter Schwede, Leute. Ich habe keine Ahnung. Help me. Hey, hi Emily. Ach, du bist wieder. Bist du hier, um mich zu retten? Ein Fremder hat mich am Strand gefunden, aber er ist böse und hat mich eingesperrt. Ein Fremder? Ich weiß, wer der Mann ist. Ich weiß nur, dass er böse ist. Oha. Mission abgeschlossen? Ich habe ja nicht mal angefangen. Please, I don't know what I do. With you. Ich würde dir gerne eine Wurzel geben, aber das hilft dir wahrscheinlich nicht, oder? Ja, und nun? Soll ich nochmal mit dir sprechen? Na geil, im Dunkeln. Ich habe ein Gesicht, was? Ein Gesicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Er hat das Boot auf die Insel auflaufen. Was? Achso, auf die Insel auflaufen lassen, okay. Warum ist er nur so fies? Er ist bestimmt ein ganz Böser. Er hat gesagt, wenn ich mich gut benehme, kann ich Mama wiedersehen. Ich glaube, er hat sie auch eingesperrt, aber ganz sicher bin ich nicht. Oha. Er hat gesagt, dass sie mit dem verrückten Oma auf der Insel ist. Oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht genau. Aha. Kannst du ihr helfen? Ich glaube, der fiese Mann hat sie auch eingesperrt. Ich warte hier auf dich, versprochen. Ich kann mich im Wrack verstecken. Finde Carol und befreie sie. Na, dann versteck dich mal, Mädel. Bitte beeil dich. Ich will meine Mama zurück. Der fiese Mann hat über die Insel der verrückten Oma gesprochen. Ach, nicht schon wieder die mit der blöden Katze, Alter. Die wird wahrscheinlich wieder sauer sein auf mich. Ja, dann oh Gott, ich dachte, da kommt gerade was. Dann verschwinde doch wenigstens auf die verkackte Insel. Mal ganz ehrlich. Auf deinen Frack. Was soll ich denn jetzt mit einem Kotflügel aus Carbon? Ich will kein Auto bauen. So. Ja. Wird natürlich jetzt sehr interessant werden hier. Ich muss unbedingt gleich mal pennen. Oh, was, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist alles sehr interessant. Mehr oder weniger. Ich sehe auch diese blöden anderen Fackentypen nicht. Da ist ein Affe. Ich
Ich würde da gerne hin. Da oben ist ein Wildschwein sogar. Und da könnte ich auch noch mal was trinken. Und da oben ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ach, du Scheiße. Soll ich? Soll ich? Okay, ich habe. Oh, warum habe ich den nicht getroffen? Und töten. Hi. Wie, ich kann mit dir nicht sprechen? Affe? Gib gleich aufs Maul. Ja. Voluch. Ich zeig dir gleich mal ein Voluch. Ich kann wenigstens jetzt mal ein paar Flaschen gerade füllen. Das ist hervorragend. Wählen wir einfach die mal aus. Und füllen die mal ganz brav. Okay. Und dann wechseln wir gerade nochmal vielleicht auf die vielleicht nicht. Nehmen wir einfach normale Molotow-Cocktails. Die waren ja auch schon cool gewesen. Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Waren wir denn hier schon mal gewesen? Das kann sein, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal durch. Und, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn eigentlich generell? Erschöpfung. Irgendwann müssten wir ja doch mal fast schon erschöpft sein. Oh, mit dem Affen haben wir schon mal gesprochen, kann das sein? Scheiße. Die Frage ist, was erwartet uns hier noch? Wow. Zum Glück kamen wir wieder zurück. Müssen wir mal gerade gucken. Ich bin jetzt echt ein bisschen... Ah ja, wenigstens kommen wir jetzt hier lang. Auch wenn ich nicht viel machen kann hier. Gucken wir. Okay, hier ging es nicht lang. Und dann rennen wir und damit es sich wenigstens lohnt mit dem Schlafen. Ja, ich finde ja deine Muttern halt hier auf Barbara Island, glaube ich, war das gewesen, ne? Ich finde deine Mutter. Ich findest du hoffentlich auch, Alter. So, verziehen wir uns mal ganz gepflegt hier in die fröhliche Höhle. Und gehen eine Runde schlafen. Leute, ich wünsche eine angenehme gute Nacht. Ach. Schön, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo hier gespeichert wurde. Aber das ist jetzt auch eigentlich egal. Ich, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Eine längere Folge heute? Jo, das war es erstmal an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Liebe Grüße und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Euer der Spielpirat. Ciao.